Entschuldigung, aber sind Sie Trixie Trotter? Steht zumindest auf meiner Garderobentür. Würde es zumindest, wenn ich eine Garderobe hätte. Fail. was macht ein hübsches Mädchen wie Sie was hier macht in so diesem... Was macht so ein nettes Mädchen wie Sie bei einem Kerl wie Tennant? Ach, Kit ist nicht so schlimm. Man muss sich an ihn... Hey, Schätzchen, meinst du könntest deine Cancan-Nummer bringen? Die Kerle lieben es dir dabei unter den... zu gucken. Wie du möchtest, Kit. Und gammel hier nicht um. Auch noch Shaker dabei. Mit den Betrunkenen wirst du nicht bezahlen. Ich bin doch nicht betrunken. Mich überhaupt nicht, Mistkerl. Ja, das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Ja, warum bleibst du bei Kit? Kit sei ein netter Kerl. Naja, warum? Schätze, er ist ein echt lausiger Freund. Doch solange meine Versicherung nicht greift, stecke ich hier fest. Versicherung? Ja, ich bin vielleicht nicht die Hellste. Aber auch ich weiß, dass man einen Widerling wie Kit nicht einfach verlässt, ohne eine Versicherung zu haben, die ihn daran hindert, völlig durchzudrehen. Ah. Versicherung? Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht... Artie McFly. Artie McFly? Artie? Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung. Er ist ein echtes Universal. Ja, ist er auch Buchhalter. Es ist naheliegend, dass, ihr, dass er dir dann... Verstehst du? Was über Kann Buchhaltung beibringt. Sicher. Ich habe seit oh ja, ich will Pfeife rauchen. Von Kit-Loskarte gearbeitet, aber Artie ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kit kann man nicht vorsichtig genug sein. Stimmt. Der ist total bekloppt. Ja. Ich kann Affe für dich finden. Können Sie dann Ihre Versicherung einsetzen? Sie einsetzen? Verdammt, wenn das rauskommt, könnte ich den Dreckskerl in den Knast bringen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo war Archie nochmal? Ich hab keine Ahnung. Wirklich sehr. Danke. Du solltest mich mal hören, wenn es mir wieder besser geht. Sie sind krank? Ach so. Ja, ich bin heiser. Deswegen lasse ich Q-Ball heute Abend so lange Soli spielen. Mhm. Ich hatte mich schon gewundert. Gut zu wissen. Ich will mir was wünschen. Ich singe keine religiösen Lieder. Wie wär's mit Stairway to Heaven? Ich mache Populärmusik, Kleiner. Wenn du Kirchenmusik willst, geh in die Kirche. Alter. Wissen Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song von... Sprich das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Ja, genau. Danke, dass Sie, du darauf eingehst. Singen könnten? Diesen Song von... Sprich das mit dem Klavierspieler ab. Ach komm, der hat die Songliste. Du bist doch... Ach. Puh. Ja, dem Danny, ne? Dem gefällt dein Gesinge-Zeug da. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist schön, dass jemand mein musikalisches Talent zu schätzen weiß. Darüber lässt sich immer streiten. Und was machst du hier eigentlich? Was ist das? Der Text für einen ihrer Songs? Ich kann ihn noch nicht auswendig. Mann, bist du schlecht. Kein Wunder, dass du kein Geld kriegst dafür, dass du singst. Ja, aber verlass doch Tennant. Sie können mir vertrauen. Los. Kit ist nicht so cool. Streich das. Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur Mac FLY gesprochen habe. Überhaupt nicht auffällig. Der, wenn daneben steht und FLY hört, der kommt nicht darauf, dass er dass sie Fly meint. Toi, toi, toi. Danke. Oh mein Gott. Sie soll sich heute gegen Kit Tennant wenden? Okay, Doc. Wenn Sie das sagen. Ja, anscheinend. Notenblätter. Der ist gerade. Was haben wir denn noch nicht gehabt? Wir hatten ein trauriges Lied, wir hatten geheimes Lied. Machen wir doch mal erst ein lustiges, vielleicht. Ain't we got fun? Na, der Typ sah schon mal lustig aus, der vorne drauf war. Fand ich zumindest. Ja, das ist lustig. Das gefällt mir. Ach, dass das wieder. Ach, der Gesang, der ist so. Hill Valley Police Department. HVPD.
Reiß dich zusammen, du. Hör einfach der Musik zu. Warte mal. In der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Doch, muss. Also, ja, das lustige Lied bringt nichts. Okay, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was ist denn mit... Wir haben jetzt noch zwei Dinger zur Auswahl. Einmal ein Don't Care und zorniges Lied. Nehmen wir mal I Don't Care. Hop Cue Ball. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. So, bringt das irgendwas? Danny! Danny! Reiß dich zusammen, ey. Alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Das hilft auch nicht. Warum? Das heißt doch, es ist mir egal, ist mir egal. Okay, in der Bar kommen wir nicht weiter. Der passt nicht auf sich auf, der ist hoffnungslos verloren. Kid, was sagst du dazu? Woher hast du den? Aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Der ist maßgeschneidert. Tatsächlich? Hat Qualität? Was erwartest du denn von mir? Woher kommst du? Ich heiße Sonny Crockett. Nein! Ich bin nicht von hier. Ich meine, du kennst mich nicht. Ich komme ganz woanders her. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache, oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti Gang gehören. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Ja? Beweis es. Gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bonafide gezeigt hast. Was ist denn Bonafide? Hey, Zane. Was darf sein? Gib mir was zu trinken, ich komme hier nicht raus. Peps. Ach, eigentlich. Vergessen Sie es. Wie du willst. Ich hätte gern... Lerum... Keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. King... King... Keine Ahnung. Kann man nicht lesen. Na, ist egal. Was ist eigentlich mit den Karikaturen? Dieser Ehrengalerie. Was ist das ist aber nett umschrieben. Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind. Da sie einen gewissen Irving Kid Tannen verärgert haben. Leute, die Kid hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kid nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, wie gesagt, nett umschrieben. Ja, was zeichnest du? Das ist eigentlich schon klar. Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Dachte ich doch. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Dachte ich mir doch, dass er das macht. Zeichne mich! Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Ja, ist aber... Ich finde ihn schön. Hilf mir Irgendeine mit Parker. Idee, wie man diesen Parker redselig stimmen kann? Ich bin kein Sigmund Freud, aber mir ist aufgefallen, dass Danny Boy besonders empfänglich für Miss Danny Freud Boy ist. Vor allem, wenn er so viel getrunken hat wie heute. Hä? Ja, manche Leute lassen sich von großer Kunst inspirieren, andere eben von einer Sängerin in einer Bar. Okay. Und was ist mit Trixie? Was wissen Sie über Trixie? Willst du dich etwa an Kids Mädchen ranmachen? Niemals. Nein. Gut, sonst würde ich dich nämlich bald in der Ehrengalerie aufhängen, verstehst du? Naja, die Karikatur habe ich ja jetzt schon. Normalerweise. Ist die Erkältung schon weg? Erkältung? Ja, als ich sie vor ein paar Stunden gesehen habe, niesten sie wie verrückt. Junge, ich hatte seit 2 Monaten keine Erkältung. Ach ja, richtig. Demenz. Hab sie wohl verwechselt. Nee, Quatsch. Ist auch schon Danke ein bisschen Gespräch. Hier. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. In der Bücherei darf man aber doch gar nicht reden. Naja.
Irgendwas, wenn sie sich damit gedacht haben. Hier ist eine Karikatur von mir. Kann ich dir da hinhängen? Ich wollte immer berühmt sein. Ja, aber jetzt steht da unten nichts. Kein schöner Haufen. Ja, aber jetzt bist doch du da. Das wertet das Ganze optisch normalerweise auf. Okay, Warte, gehst hier nicht weg, bis ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Bist du wirklich an Valenti? Ja, aber... Ziel. Bring Parker dazu. Ja, der tut eh nicht, was er soll. Wir haben eine Pfeife. Wir haben Feuerzeug. Wir haben... Klofong. Ja gut, das ist egal. Steht da irgendwas drauf? Ja, aber ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht lesen, genau, okay. Ja, ich tue es einfach mal. Ich habe hier etwas, das dich vielleicht überzeugen könnte. Keine Bewegung. Das ist keine echte Knarre, ich schwör's dir. Sieh mal, die ist ein Geschenk von Don Valenti. An deine Familie, von meiner. Aus Dankbarkeit für deine fortwährenden Dienste. J. Hey, das hat sogar gepasst. Sieht aus, als wäre der Für einen Moment dachte ich, bei der Aktion Sacramento da. Du hast Mumm, Kleiner, das mag ich. Gönn dir einen Drink, geht aufs Haus. Matches, Knarre runter. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Was war denn das für ein Knurrer? Alter Schwede, ich will zum Aufzug. Na, das ist die Treppe. Wie freundlich. Arti! Wo war der denn? Renn, Marty! Renn! Arti ist wieder da. Die Frage ist nur, wo. Genau, so. Ach, der ist immer noch da oben. Denken Sie wirklich, das ist sicher? Natürlich ist es nicht sicher. Diese Suppenküche, auf die er da steigt, ist in Verbrecherhand. Seien Sie doch nicht so feige. Sehen Sie? Vollkommen sicher. Geben Sie nicht mir die Schuld, wenn Sie tot sind. Der Mann macht mich wahnsinnig. Die turnen sich doch gegenseitig an, ohne Spaß. Ja, wenn ich jetzt wieder das Ding nehme, dann ist er wieder neben mir. Test, Test. 1, 2, 3, 4, check. Das ist irgendwo unlogisch. Ja. Entschuldigung. Was labest du? So, Arti, wo ist Arti? Wo könnte der sein? Weiß ich nicht, vielleicht. Ja, da ist er geschlossen. Nee, da war ja nur Doc. Oder? Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Ich habe Arthur gesehen. Wir müssen Arthur finden. Mein Großvater. In der Straßenbahn für nur eine Sekunde. Doc, wir müssen ihn finden. Warum? Trixie glaubt, dass sie etwas hat, das Kit in den Bau bringen könnte. Aber Arti ist der Einzige, der ihr das mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube, er ist ihr Lehrer oder sowas. Ah, das ist also die Verbindung. Als dein Großvater für 2 Monate aus Hilverley verschwunden ist, zerriss es das Band zwischen ihm und Miss Trotter. Und es entstand eine Zeitachse, in der Trixie Tennen nicht mehr reinlegen konnte. Ja? Wir müssen deinen Großvater finden. Ja. Deine Spur von Arti? Hab ihn noch nicht gesehen. Ne, ja, du eh nicht. Ja, aber, Parker ist betrunken. Doc, Parker geht es schlechter, als wir dachten. Wir haben sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass Jennifers zukünftige Großmutter ihn verlassen hat. Ich weiß. Marty, es ist jetzt wichtiger denn je, Parker wieder auf den richtigen Weg zu lenken. Wenn Jennifer Was war denn das jetzt? Muss ich nicht nach 2000 für ein komisches Geräusch. Schicken, um deine Kinder zu retten. Und dann wird der alte Biff nie... Ein Paradoxon, ich verstehe. Fuck. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marcel. Ja, echt. Ja, ich weiß jetzt aber allerdings immer... Spanner. Ich weiß allerdings jetzt echt nicht... Ah, wir können ja mal wieder den Trick benutzen. Hey Kleiner, schnüffel mal hier dran. Das klingt wie... Naja. Der ist im Theater? Wieso das denn?
Da muss Doc rein. Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber... Im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Ja, okay, wir haben ihn gefunden. Aber wie lange braucht denn jetzt der junge Emmett, um endlich hier das Raketenauto runterzuholen? Vom Dach natürlich. Ja, genau, überfahr mich. Jetzt mach doch. Hol das Ding runter vom Dach. Emmett, keine Zeit zum Reden. Ich muss ein Raketenauto zurückholen. Ja, dann mach doch.